Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch meine neuen Farbgel vorstellen und euch nochmal darauf hinweisen, dass es euren Lieblings-Mattversiegler wieder gibt. Diesmal nicht in dem Fläschchen, sondern in Tegeln, da der ja relativ mittel- bis dickviskos ist und sich aus diesen Flaschen immer so blöd verteilen ließ und einige von euch auch gefragt haben, ob ich den nicht in Tegeln anbieten könnte. Und ja, der war eine Zeit lang oder eine lange Zeit ausverkauft, denn ich hatte eigentlich mit meinem Hersteller auch noch daran getüftelt, dass man den vielleicht ein bisschen dünnviskoser machen kann, dass ich den euch auch in diesen tollen Pinselfläschchen anbieten kann. Da hat er dann aber an... also das ist ja nicht so ein normaler Mattversiegler, sondern der ist so ganz, ganz seidig weich. Und ja, durch dieses Rumexperimentieren und mit diesem dünnviskoser machen, verlor der dann sozusagen an dieser Seidigkeit. Und das wollte ich halt auf keinen Fall. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, dann gibt es den jetzt in Tegeln, den gibt es in 5 ml und in 15 ml. Und das ist jetzt das Deluxe Finish Seidenmatt. Und ja, dieser Mattversiegler ist wirklich richtig, richtig toll. Entschuldigt bitte. Und ich werde euch den jetzt auch gleich nochmal live auftragen. Und was ich euch auch natürlich live auftragen werde, sind die neuen Farbgele. Ich fange mal mit diesem hier an. Das hatte ich vor geraumer Zeit auch schon mal präsentiert und euch gefragt, ob ihr das toll findet. Und die Mehrheit war dafür. Ich finde es auch grandios. Das ist jetzt das Effektglittergel Diamond. Und zwar hat das ganz, ganz viele Glitzerpartikel, die so regenbogenartig schimmern. Ist wirklich ein ganz tolles Effektgel. Und damit werde ich jetzt einfach einmal starten. Und dann kann ich euch auch gleich das hier, also ihr kennt ja sicherlich den 3D-Multipinsel. Und das ist jetzt hier einer, der ist vom Prinzip her genauso, der ist nur größer. Und der lässt sich wunderbar für Fullcover verwenden und oder auch für Modellagen, je nachdem, was man damit machen möchte. Ich benutze ihn heute mal für den Farbauftrag. Und los geht's. Ich werde jetzt einmal das Effektglittergel Diamond auftragen. Wie gesagt, das ist ein Effektgel. Es ist vom Grundton her so leicht milchig weiß und halt mit diesen super tollen Glitzerpartikeln drin. Also damit kann man ganz, ganz tolle Effekte erzielen. Von der Konsistenz sind alle Farbgele relativ dickviskos, aber lassen sich trotzdem leicht auftragen und sind dadurch aber auch sehr deckend, also natürlich bis auf dieses Effektgel hier, denn dafür wurde es ja nicht gemacht. Es soll ja wirklich nur einen Glitzereffekt erzielen. Aber das Schöne ist, durch diese Konsistenz, dadurch, dass es halt ein bisschen dickviskoser ist, könnt ihr damit auch malen. Also ich hoffe, man kann annähernd diesen wunderschönen Glanz sehen, also diesen Schimmer durch diese ganz tollen Glitzerpartikel, die das Gel hat. Ich werde euch das jetzt nochmal zeigen. Ich habe hier einfach mal schwarz grundiert, denn da möchte ich euch auch das Mattgel zeigen. Und zwar benutze ich jetzt einfach mal den Golden Black Striper Pinsel. Beziehungsweise es ist kein Striper-Pinsel, ihr könnt damit malen, der hat eine kurze Spitze. Und ich werde jetzt einfach hier mal so eine Linie drauf malen oder so einen kleinen Schnörkel. So, ich hoffe, Moment, ich zoome mal ein bisschen näher dran, dann könnt ihr das besser sehen. So, wenn die Cam denn mal scharf stellt. So, ich glaube, jetzt hat es. Und jetzt werde ich hier einfach mal so ein kleines Schnupselschnörkel da drauf malen. Also, ihr könnt mit diesem Gel halt wunderbar Akzente setzen. So, ach, jetzt hat die Cam schon wieder den Hintergrund scharf gestellt, aber nicht das Eigentliche. So, aber ich denke, ihr könnt es trotzdem sehen. Ich werde jetzt mal die Gele hier aus dem Hintergrund entfernen, damit meine Cam hier nicht verrückt spielt. So, und dann zeige ich euch das jetzt gleich nochmal. So, ich setze jetzt hier einfach, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig für mich zu sehen, was ich da überhaupt mache. Aber es wird schon klappen. Ich setze jetzt hier oben einfach nochmal so einen Schnupsel zum Beispiel dran. So. Also ich denke, ihr könnt erkennen, dass man damit halt Akzente setzen kann. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch, ich sag mal, ihr habt ein weißes French und habt mit schwarz ein paar Schnörkel da dran gemalt oder irgendwas anderes. Und dann kann man halt mit diesem Gel wunderbar auch Akzente setzen. Also ich finde es super klasse. Ich
zeige euch das jetzt auch nochmal, wie das zum Beispiel auf einem dunklen Untergrund wirkt. So. Also ihr könnt mit diesem Gel wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen und Effekte erzielen. Halt je nachdem, welchen Untergrund ihr habt, ob ihr das als Fullcover auftragt oder was auch immer. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einen French habt, könnt ihr dieses Gel da auch drüber geben. Also mit dem schwarzen Untergrund, finde ich, sieht es natürlich grandios aus. Richtig, richtig hübsch. So, das einmal dazu. Also, ich zeige es euch hier nochmal auf dem klaren Tipp. Also wie gesagt, es ist ein transparentes Gel. So oder semi-transparent, beziehungsweise mit dem man halt auch malen kann, Akzente setzen kann und so richtig tolle Glitzereffekte schaffen kann. Gut, dann mache ich jetzt einmal meinen Pinsel sauber und zeige euch gleich mal das nächste. Und zwar, ihr wisst ja, ich stehe auf Pink oder viele wissen, ich stehe auf Pink. Das hier ist ein besonderes Glittergel und zwar ist das Glittergel Magic Burlesque Pink. Dieses Gel, beziehungsweise auch das andere Gel, das gibt es nämlich auch noch als Magic Burlesque Blue. Das sind Farbgele, die einen schwarzen Unterton haben mit ganz, ganz viel Glitzer drin. Ich zeige euch die jetzt mal im Farbauftrag. Ich fange mit dem Magic Burlesque Pink an. So, damit die Cam sich auch gut konzentrieren kann. Ich stelle das hier mal so an den Rand, nicht, dass ihr denkt, ich schummel hier. So. Schwupp. Okay, jetzt stelle ich es mal aus dem Bild und trage mir das Gel auf. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Die haben eine hervorragende Deckkraft. Sie sind halt auch eher mittel- bis dickviskos, lassen sich aber auch super soft auftragen, finde ich. Also das ist jetzt nicht so, dass ihr da Unmengen an Kraft braucht, um diese Gele aufzustreichen, was man ja manchmal bei dickviskosen Gelen hat. Das ist hier nicht so. Also die sind jetzt hier nicht ganz zäh, sondern eher, ja, man könnte schon fast sagen, so ein bisschen wie diese Jelly-Gele. So ein bisschen Jelly-artig, genau, so könnte man das beschreiben. Und ich denke, ihr könnt sehen, dass sich die Gele super toll auftragen lassen und auch super deckend sind. So, ich zeige es euch jetzt nochmal näher dran und hoffe, die Cam steht scharf. So, und ich halte es jetzt mal hier über meinen Ring und da könnt ihr, denke ich, gut sehen, dass das wirklich eine ganz tolle Deckkraft hat und wie toll dieses Gel in Pink halt schimmert. Also im Vorschaubildschirm wirkt es jetzt eher so ein bisschen ja lila altrosa mäßig. Es ist aber wirklich ein schönes dunkles Pink, also eine richtig tolle Farbe, genau mein Geschmack. Ich werde mir damit bestimmt auch noch mal ein Design machen. Und ich hatte halt auch in der Vergangenheit, wo ich noch Studiobetrieb hatte, ganz, ganz viele Kunden, die einfach ein schwarzes Fullcover wollten, aber halt nicht immer nur schnödes Schwarz, sondern vielleicht auch mal mit Effekt. Und gerade wenn man auch solche Kunden hat, kann man diese Gele prima benutzen. Man kann aber auch andere Designs damit gestalten. Also ich denke mal, ich werde mit dem Magic Burlesque Blue, werde ich euch nochmal ein Winterdesign zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das gleich im Anschluss an das Video dranhänge oder ob ich euch das mal gesondert zeige. Also eventuell werde ich euch das sogar an einem Modell zeigen. Ist ja vielleicht auch interessanter für euch. So, jetzt trage ich das hier aber mal auf. Genug geschnackt. So, und das ist von der Konsistenz her genauso wie das Burlesque Pink. Halt nur mit richtig schönen blau-türkisfarbenen Glitzerpartikeln. Und halt auch super, super deckend. Also die haben wirklich eine hervorragende Deckkraft. Und wenn ihr diese Gele auf dem Aufbau anwenden möchtet, dann würde ich euch trotzdem empfehlen, tragt die wirklich in sehr dünnen Schichten auf, denn dann ziehen die sich halt besser glatt, denn also die sind an und für sich nach dem Aushärten, man spürt diese Glitzerpartikel zwar nicht, aber durch diese Konsistenz, wenn ihr das jetzt sozusagen in einer dickeren Schicht auftragt, könnte es sein, ich denke, ihr seht das, dass das dann so ein bisschen hubbelig ist. Also wenn man das oben auf dem Aufbau auftragen möchte, dann bitte in zwei dünnen Schichten auftragen. Ja, und hier seht ihr jetzt einmal auch diesen ganz tollen Schimmer. Also im Vorschaubildschirm sieht es auch wieder nicht ganz so aus, wie es im Original aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann im Video erscheint.
Das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz toller, ja, Türkis-Blauton. Eine richtig, richtig tolle Farbe. Und die passt, wie gesagt, auch in den Winter. Viele von euch denken jetzt, oh, schwarz, Ja, ich werde euch das, wie gesagt, noch zeigen, dass das auch, dass man damit auch schöne Winterdesigns gestalten kann. Und ja, das waren jetzt erstmal meine neuen Farbgele im Shop. Und ihr wisst ja, es ist immer noch die 20% Rabattaktion. Und ja, auch die neuen Farbgele könnt ihr mit der Rabattaktion kaufen. Ich wollte da nicht so gemein sein und euch die nicht länger vorenthalten und dachte mir, ja, nochmal ein kleines Weihnachtsgeschenk an euch. Ich blende jetzt auch nochmal den Gutscheincode ein, den ihr dann im Warenkorb eintragen könnt und dann erhaltet ihr halt 20% Rabatt auf euren gesamten Einkauf. So, und jetzt möchte ich euch aber unbedingt auch nochmal euren Lieblingsseidenmattversiegler nochmal live auftragen für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Und ja, das mache ich einmal. Ich werde den Tipp jetzt einmal sauber machen und dann hole ich euch gleich nochmal mit dazu. Bevor ich euch jetzt zeige, wie der Mattversiegler als Fullcover aussieht, möchte ich euch zeigen, dass man damit auch malen kann. Und zwar werde ich jetzt erstmal mit dem One Stroke Gel Black eine dünne Farbschicht auftragen, das Ganze aushärten lassen. Denn die One Stroke Gele härten ja ohne Schwitzschicht glänzend aus und deshalb ist das natürlich genial, wenn man dann mit dem Mattversiegler ein Motiv drauf malt, was dann dementsprechend natürlich matt ist. Und dann hat man halt einen glänzenden Untergrund. Also ich finde es super genial. Das kann man natürlich dann auch so machen, dass man sich mit den One-Stroke-Gelen zum Beispiel in French gestaltet oder auch mit anderen Farbgelen, die ohne Schwitzschicht glänzend aushärten. Ja, und dann halt matt ein Motiv da drauf setzt, das ist natürlich super. So, das Ganze geht jetzt einmal für 60 Sekunden in die Multilampe. Da lasse ich das dann richtig gut aushärten und dann zeige ich euch, wie gesagt, wie ich mit diesem Gel male. Ich benutze hierfür dann den Golden Black Pinsel und ja, werde mir so ein Schnörkelmotiv aufmalen. Und ich denke, ihr könnt sehen, also er fließt zwar, aber er ist eher so ein bisschen ja zähflüssiger, als man das von anderen Versiegelungsgelen gewohnt ist. Und deshalb kann man damit halt auch malen. Nun haben ja manche bestimmt auch schon das Problem kennengelernt, dass wenn man einen Mattversiegler auf was Glänzendes aufträgt und dann mit Cleaner drüber geht, dass das dann alles matt wird. Ich mache das so, genauso wie bei den 3D-Designs, ich habe euch das ja schon mal erklärt, dass ich einfach mit Nagelöl abcleane. So behält die glänzende Stelle sozusagen ihren Glanz. Und ich nehme halt die Schwitzschicht von dem Mattversiegelungsgel ab. Das härtet nämlich mit Schwitzschicht aus. Und ja, und ich habe dann genau das, was ich haben möchte. Ich habe einen glänzenden Untergrund und die andere Stelle ist dann halt matt, so wie es sein sollte. So, ausgehärtet ist das Ganze. Also ich denke, ihr könnt das sehen, dass das richtig schön glänzt. Die One-Stroke-Gele, wie gesagt, härten mit Glanz aus. Ich empfehle euch immer bei, genauso wie bei Versiegelungsgelen natürlich, dass ihr die dann so ein bisschen abkühlen lasst, bevor ihr irgendetwas damit macht. Ich werde den Tipp jetzt einmal so ein bisschen hin und her wedeln. So. Und dann werden wir uns jetzt ein Motiv drauf malen. Ich werde da ein paar Schnörkel drauf setzen. Ich versuche das mal in eure Richtung zu halten, kann aber nicht versprechen, dass das Motiv dann so schön wird, weil ich aus dieser Perspektive, glaube ich, nicht so gut malen kann. Aber ich will euch das ja sowieso auch nur mal demonstrieren. Welches Motiv ihr letztendlich malt, bleibt euch ja überlassen. So, also ich werde ein paar Schnörkelchen setzen. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen, was ich hier tue. Natürlich sieht man das auf dem Untergrund jetzt wahrscheinlich nicht so, so toll. Aber ich denke mal, so ein bisschen kann man es schon erkennen, was ich hier tue. Also ihr solltet das Versiegelungsgel natürlich nicht ganz extrem dünn auftragen. Denn sonst könnte es passieren, dass ihr euch das, wenn ihr das hauchdünn auftragt, dass ihr euch das dann mit dem Cleaner, beziehungsweise dann, dass das abplatzt, meine ich, sozusagen. So. Also ein paar Schnörkelchen sind drauf. Jetzt werde ich hier im oberen Bereich einfach nochmal, um die Stelle auszufüllen, so ein paar kleine Schnupsel setzen. So. Und dann zeige ich euch das jetzt nochmal so in etwa. Ich weiß nicht,
so ein bisschen was könnt ihr erkennen. So, das Ganze lassen wir jetzt wieder 60 Sekunden in der Multilampe aushärten und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. So, und jetzt nehme ich, wie gesagt, keinen Cleaner, sondern ein Nagelöl. Gebe mir einfach einen Tropfen drauf. Ruhig etwas großzügiger und dann nehme ich mir, also ihr könnt eine Zillette nehmen oder ein Zewa, was auch immer. Und dann reibe ich einfach über die Stelle drüber, um sozusagen die Schwitzschicht zu entfernen. So. Und um diesen Matteffekt dann wieder hervorzubringen, also durch das Nagelöl, das ist jetzt nicht mehr ganz matt, das ist ja klar, gehe ich mit einer trockenen Zillette oder einer trockenen Stelle des Zewas nochmal drüber. So. Und dann erziele ich genau den gewünschten Effekt. Also hier seht ihr es einmal. Hier ist jetzt das matte Design drauf, mein Schnörkeldesign in matt auf dem super glänzenden Untergrund. Also ich finde es total genial. Ich hoffe, in der Kamera sieht man das genauso gut wie ich jetzt hier im Original. Und ja, ich finde, das ist eine richtig super Sache. So kann man halt, wie gesagt, glänzend und matt in Verbindung bringen. Ich finde es super. Und gleich zeige ich euch jetzt, also beziehungsweise jetzt sofort im Anschluss, zeige ich euch nochmal den Mattversiegler als Fullcover, wie das dann insgesamt aussieht. Ich werde da jetzt einfach drüber gehen über das Design. Das ist ja nicht so schlimm. Und trage mir den jetzt auf. Der ist so ein bisschen milchig und auch so leicht blau-violett eingefärbt. Hier ist das Döschen. Also. Und ich trage den halt relativ satt auf. Also ihr könnt den auch in zwei Schichten auftragen, wenn ihr mögt. Also dass ihr dann die erste Schicht einmal kurz anhärten lasst. Und und dann noch eine zweite darüber gebt. Also auf jeden Fall solltet ihr dieses Versiegelungsgel ein bisschen satter auftragen. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Stellen erwischt. Ja. Und das Ganze lassen wir jetzt wieder 60 Sekunden aushärten und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich mit Cleaner abcleanern. Das ist jetzt natürlich kein Problem mehr. So, ich wedel einmal drüber. Und hier seht ihr jetzt diesen wunderschönen Matteffekt. Jetzt lasst euch natürlich hier nicht beirren, dadurch, dass ich ja hier das Motiv drauf hatte, sieht das Ganze jetzt natürlich ein bisschen ulkig aus. Und aber so sieht der Mattversiegler aus. Ich kann euch das ja auch nochmal, wir werden das jetzt einfach mal hier über diesen Tipp nochmal drüber geben. Dann kann ich euch das auch nochmal zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn ihr da zum Beispiel ein Glitzergel drunter habt. Also man kann mit diesen Versiegelungsgelen, mit so einem Mattversiegler wirklich einiges anstellen. Also ich finde das super und ich bin froh, dass er wieder im Programm ist. Ich mochte den nämlich auch sehr, sehr gerne. So, gut, nochmal 60 Sekunden und dann zeige ich euch auch hier das Endergebnis. Ich werde euch derweil nochmal ein bisschen was dazu erklären. Also das Deluxe Finish Seidenmatt härtet, wie gesagt, auch in dieser Multilampe aus. Da habe ich 60 Sekunden aushärten lassen und wenn ihr nur ein UV-Gerät habt, dann bitte 120 Sekunden aushärten lassen und dann könnt ihr cleanern. Wenn ihr natürlich diesen Effekt mit matt und glänzend haben möchtet, dann bitte am besten die Schwitzschicht mit einem Nagelöl abnehmen. Und ansonsten, ich halte es hier nochmal in die Cam rein. Also ich hoffe, dass man das sehen kann und wenn man da mit dem Finger drüber fasst, das fühlt sich wirklich an wie so. Seide. Jetzt ist das Ganze derweil hier ausgehärtet. Ich cleane einfach nochmal drüber. So. So, ein bisschen wedeln. Und hier seht ihr jetzt, dass das so richtig seidenmatt ist. Also, ich halte mal was Glänzendes daneben, damit man das so ein bisschen besser sehen kann. Also ich denke, ihr könnt erkennen, dass dieser Mattversiegler, der macht nicht alles richtig stumpf matt, sondern wirklich mit so einer seidigen Oberfläche, was zwar matt ist, aber eben nicht so stumpf wirkt. Also ich denke, ihr könnt den Unterschied sehen und ich hoffe, euch gefällt der Versiegler genauso gut wie mir. Ja, meine Süßen, also nochmal meine Farbgele, der Mattversiegler und der neue Pinsel. Moment. Dass ihr den nochmal sehen könnt. Ich zoome einfach ein Stückchen hoch, oder? Ein bisschen raus. Da seht ihr ihn nochmal. Und ich hoffe, euch hat das kleine Demo-Video gefallen. Euch gefallen die Farben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, ihr Süßen. Ciao!